Ja, es war heute ein bisschen schwierig, weil wir einfach nicht personell aus dem Vollen schöpfen konnten, sondern wir waren ein bisschen gebeutelt jetzt diese Woche, obwohl wir im Trainingslager eigentlich noch ganz gut rausgekommen sind. Aber ja, jetzt Anfang der Woche hat sich doch das eine oder andere rauskristallisiert. Deswegen war das leider nicht der Härtetest, den wir wollten, ja, weil wir gar nicht das aufbieten konnten. Ja, und, von daher nehmen wir es so an, wir haben es verloren, verdient verloren, Greuther Fürth war stärker. Ja, wir waren heute nicht wettbewerbsfähig gegen Greuther Fürth und deswegen müssen wir es so annehmen. Nehmen wir mit, ist wichtig, auch mal eine Niederlage in der Vorbereitungsphase einzustecken und nicht nur auf einer Welle zu reiten. Von daher nehmen wir das so an. Ja, ich glaube, dass wir eigentlich ganz ordentlich noch ins Spiel gekommen sind. Hatten am Anfang wirklich 3-4 richtig gute Ballgewinne gehabt, wo wir dann auch ja, ins Umschalten gekommen sind. Ich glaube, wenn da der letzte Pass dann besser kommt, dann hätten wir da 2-3 riesen Torchancen kreieren können. Und so war es dann einfach, dass wir gerade auch gegen Ende der ersten Halbzeit, ja, dass die Räume dann zu groß wurden. Fürth hat es dann auch gut ausgespielt, haben mit einer Raute gespielt. Das war natürlich dann auch für uns im Zentrum sehr, sehr eklig. Da sind wir auch von außen dann zu wenig eingerückt und ja, haben es nicht mehr so kompakt gestalten können. Haben grundsätzlich, denke ich, trotzdem nicht viel zugelassen. Deswegen war es dann sehr, sehr schade, dass Fürth mit diesen ersten beiden Torschüssen dann auch direkt in Führung geht und wir 2-0 hinten liegen. Haben dann versucht, in der zweiten Halbzeit uns nochmal dagegen zu stemmen und ja, sind wenigstens dann am Ende auch froh, dass wir noch einen Anschlusstreffer gemacht haben zum 1-3. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen, deswegen war das jetzt schon sehr, sehr schade. Das kam dann auch noch oben drauf, ja, dass Mari beim Warmmachen schon ein leichtes Knacksen gespürt hat, ja, was jetzt nichts Schlimmeres sein muss, aber was ihn einfach so ein bisschen die Stabilität verloren gegangen ist, gerade was das Knie angeht. Und deswegen haben wir ihn vorsichtshalber rausgenommen, werden dann untersuchen und hoffen, dass nichts Schlimmes bei rauskommt. Ja, jetzt gerade so direkt nach dem Spiel geht es mir so lala natürlich. Wie du schon sagst, so nach etwas längerer Zeit jetzt endlich mal wieder über 90 Minuten gespielt. Das ist natürlich für jeden Spieler auch sehr, sehr wichtig. Und gerade für mich auf meiner Position, die ja schon sehr laufintensiv ist, bin ich da jetzt echt froh, dass ich da bislang sehr gut durch die Vorbereitung gekommen bin, dass ich von meinen alten Problemen aus der letzten Saison eigentlich gar nichts mehr spüre. Ja, fühle mich gut, fühle mich fit. Und deswegen war das heute von konditioneller Sicht her, war das sehr wichtig für mich. Ja, bin ich zufrieden. Ich habe die Jungs eigentlich gefühlt erst richtig kennengelernt. Heute zum Teil Jonas Perconti und David gestern, obwohl er schon mal bei uns im Training auch dabei war. Aber die kamen jetzt natürlich ein bisschen überraschend dazu. Und auch das ist natürlich dann ein Problem, dass die Eingespieltheit fehlt, dass das Positionsspiel fehlt. Aber wie gesagt, heute ist so. Nehmen wir so an und finden auch ein paar Kritikpunkte. Ja, und dann ist gut. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich Captain bin, war vorher bei meinem alten Verein auch des Öfteren schon der Fall gewesen. Ja, ich versuche einfach, egal ob mit Binde oder ohne Binde, Kommandos zu geben auf dem Platz, lautstark zu sein, die Mitspieler zu dirigieren, vor allen Dingen den Mitspielern zu helfen mit meiner Erfahrung. Und ja, ich denke, das klappt ganz gut und wir hoffen einfach, dass wir jetzt auf dem Weg dann weitermachen.